Jan-Dirk Schäfer und Hannes Hausburg sind früher selbst zur See gefahren und engagieren sich seit vielen Jahren in der deutschen Seemannsmission Unterweser. Hier erzählen sie, warum. Mein Name ist Hannes Hausburg und ich bin früher lange zur See gefahren, circa 25 Jahre. Und bin jetzt seit 15 Jahren ehrenamtlich tätig bei der deutschen Seemannsmission und möchte den Seeleuten, die hier in deutschen Häfen anlaufen, besonders hier in Brake und auch in Nordenham, echt ein bisschen unterstützen und denen, die ja so lange von ihrer Heimat weg sind, von den Familien, und die unterstützen und ein wenig Heimat geben. So ist es. Ein wenig Heimat geben. Und vor allem jetzt, so in den Weihnachtsvorwochen, sind es besonders schwierige Tage für die Seeleute. Und ich möchte auch im Namen der Deutschen Seemannsmission doch allen Seeleuten, die denn weit von ihrer Heimat entfernt sind, auch schöne Weihnachtstage wünschen und auch ein gutes neues Jahr und weiterhin immer gute Fahrt. Mein Name ist Jan-Dirk Schäfer. Ich bin seit 13 Jahren hier bei der Seemannsmission ehrenamtlich tätig. Ganz früher als junger Mann habe ich selber zur See gefahren, musste das aber krankheitshalber aufgeben und habe Schifffahrtskaufmann und Speditionskaufmann nochmal gelernt und bin eigentlich mein ganzes Leben lang, inklusive meines Berufslebens, der Schifffahrt treu geblieben und wurde von unserem Gemeindepfarrer angesprochen, ob ich nicht auch in der Seemannsmission ehrenamtlich mit tätig sein will, und was ich sofort zugesagt habe. Denn ich erinnere mich sehr gerne an meine eigene Seefahrtzeit, wo ich als ganz junger Mann, 16 Jahre, praktisch als Moses an Bord in Rotterdam das erste Mal in einem Seemannsclub eingeladen worden bin. Und zwar von der katholischen Seemannsmission Stella Maris. Und das hat mich, hat eigentlich mein ganzes Leben lang geprägt, und somit bin ich dazu gekommen. Auch ich kann nur sagen, die Seeleute, die fern der Heimat sind, zu den Feiertagen, denen wir hier ein klein bisschen zu Hause geben können und wollen, alles Gute und gute Fahrt im neuen Jahr.